Ja, dann würde ich euch erstmal ganz lieb begrüßen. Danke, dass ihr hier seid. Ich werde heute einen Vortrag halten mit dem Titel Demokratie braucht freie Software. Beziehungsweise ich werde die Bürgerinitiative DOFOS, die in Dortmund sich angesiedelt hat, vorstellen. Und danach werden wir auch noch ein bisschen in einen inhaltlichen Ausblick geben. Ja, erstmal zu meiner Person. Ich bin Till Schäfer. Ich bin der Repräsentant der Bürgerinitiative und beruflich im Moment an der TU Dortmund angestellt als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch in der Informatik. Ich betreue nebenher auch noch ein freies Softwareprojekt, nämlich den Scaffold Hunter. Das ist ein Chemie-Molekül-Datenbank-Analysewerkzeug, aber das nur noch mal am Rande zu meiner Person. Zweiter Vortragender wird sein Christian Nehle, der sich auch kurz einmal selber vorstellen darf. Ja, hallo zusammen, ich grüße euch auch. Christian Nehle bin ich, mein Name. Ich erwerbsarbeite im echten Leben für die Stadt Dortmund. Ich bin also im öffentlichen Dienst in der Verwaltung tätig und beschäftige mich deshalb auch beruflich so ein bisschen mit der Frage, was müssen wir eigentlich als Verwaltung im öffentlichen Dienst an Daseinsvorsorge leisten? Und darüber bin ich auch so ein bisschen zu der Frage gekommen, welches Verständnis müssen wir im öffentlichen Dienst jetzt eigentlich von digitaler Daseinsvorsorge entwickeln, was müssen wir da leisten, und bin da auch innerhalb der Stadt Dortmund aktiv in der Gewerkschaft Verdi und da vom Vertrauensleute Körper gebeten worden, die Diskussionsentwicklung in Dortmund, um FOSS organisatorisch zu begleiten und die Erkenntnisse, die wir so gewinnen, aufzubereiten und in die innerstädtische Diskussion mit hineinzutragen. Darüber hinaus bin ich auch privat und politisch aktiv. Ich bin Vorstandsmitglied von Bündnis 90 Die Grünen im Kreisverband in Dortmund. Ich sehe mich da als Teil einer großen politischen linken Familie. Deshalb bin ich auch sehr leichtfüßig heute hier hinkommen können und freue mich darüber. Wir sagen auch noch mal nachher was zum Farbspiel, das es so in Dortmund gibt und warum uns das wichtig ist, dieses Farbspiel nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen und welche Erfahrungen wir bis jetzt so mit politischer Einfärbung in der Diskussion gemacht haben. Ja, aber kurz zurück zum Kernthema, denn erstmal, was ist überhaupt DOFOS? Nun, wir sind eine Bürgerinitiative, die den Einsatz freier Software in der Verwaltung der Stadt Dortmund befördern will. Wir haben uns dabei als Bürgerinitiative positioniert, die absichtlich überparteilich agiert, die beteiligungsoffen ist. Das werden wir gleich auch noch sehen im späteren Verlauf, dass wir verschiedene Plattformen anbieten, um sich an diesem Diskussionsprozess in Dortmund zu beteiligen. Und wir sind ehrenamtlich organisiert. Ja, der Weg zur freien Software. Ursprünglich komme ich persönlich eher aus einer Ecke, die ein bisschen technischer Natur liegt. Ich bin selber halt auch Programmierer und habe daher freie Software, diese ganzen Argumente, die dahinter stehen, schon lange verarbeitet gehabt und bin daher auch mit der Forderung freie Software eigentlich in diesen Diskussionsprozess bei uns in Dortmund eingestiegen. Und dabei ist uns dann später bewusst geworden, naja, wir bieten eigentlich eine Lösung für ein Problem an, was die Mehrheit der Leute, mit denen ich diskutiert habe, noch gar nicht verstanden hat. Und von daher haben wir im Verlauf unserer Entwicklung so ein bisschen eine Kehrtwende gemacht, weg von diesem freien Software in den Mittelpunkt zu stellen als Lösung und danach, ja, ich sag mal, hinzuzufügen, warum wir das auch wollen, sondern eben erstmal über den problemorientierten Ansatz zu gehen. Das heißt, erstmal ein Bewusstsein für die Probleme zu schaffen und jetzt versuchen, eine Analyse dieser Probleme, falls sie denn dann irgendwann im Bewusstsein angekommen ist, irgendwie anzustoßen und auch aus der Verwaltung heraus anzustoßen. Sodass dann eben auch eine Bewertung stattfinden kann, an welcher Stelle sind eben gewisse Herstellerabhängigkeiten, gewisse Probleme, die mit proprietärer Software verbunden sind, eben tatsächlich auch für die Verwaltung ein Problem und man sich dann überlegen kann, an welcher Stelle kann man jetzt besonders irgendwie effektiv vielleicht auch was verbessern, also an welcher Stelle ist proprietäre Software besonders kritisch. Dazu wollen wir dann, also das ist so ein bisschen der Ausblick, eben dann interkommunale Kooperationsstrukturen auch später etablieren. Ich denke, da
kann vielleicht auch der eine hier vielleicht noch was mitnehmen, beziehungsweise da können wir uns auch vernetzen, weil wir auch der festen Überzeugung sind, dass freie Software ihre Wirkung halt vor allem in der Kooperation entfaltet und nicht im stillen Kämmerchen. Ja, erstmal zur Analyse der Probleme. Wie wollen wir die anregen? Bei uns in Dortmund gibt es ein IT-Konzept. Und dieses IT-Konzept wolltest du vorstellen? Genau. Ich stelle jetzt eben nochmal Christian vor. Weil es ja so ein bisschen verwaltungsnäher ist, übernehme ich den Teil. Ja, die Stadt Dortmund, die schreibt ein IT-Konzept. Das aktuelle heißt 11 bis 15. Das findet man auch öffentlich zugänglich auf der Homepage der Stadt Dortmund. Ist im Großen und Ganzen eine Auflistung des Bestands. Also es gibt jetzt keine Richtung, die da drin entwickelt wird und auch keine Diskussion um gesellschaftliche Auswirkungen von Software-Einsatz, von Technikeinsatz und wie sich das unterscheiden könnte im proprietären Modell und im Modell von freier Software. Wir haben überlegt, uns in dieses IT-Konzept jetzt einzubringen. Es läuft ja Ende des Jahres aus. Das nächste, das ist schon bekannt öffentlich, wird heißen 16 bis 21. Und es wird wahrscheinlich ähnlich, wir haben jetzt keine anderen Signale in der Zeit aufgenommen, ähnlich strukturiert sein wie das bisherige Konzept. Es ist natürlich so, dass das Konzept vom Stadtrat bestätigt werden muss. Also die Verwaltung bringt das einfach als Vorlage mit ein und der Rat gibt dann sein Feedback dazu, aber in der Tendenz wird das eben auch zugestimmt. Den großen Vorteil, den wir sehen an der ganzen Sache mit dem IT-Konzept, ist, dass es auf sehr natürliche Weise auf die Tagesordnung kommt, einfach weil das Alter ausläuft und man ja durchaus Mühe hat, so im politischen Alltag, wo die Tagesordnung ja ohnehin schon sehr gefüllt ist, da noch jetzt ein eigenes Thema noch mal explizit draufzusetzen, das in sich ja auch sehr stark diskutiert werden kann. Also da gibt es ja dann auch so ein bisschen Ressentiments vielleicht. Und dann haben wir gesagt, das ist ja toll, wenn es eh kommt, dann würden wir uns gerne an dieser Stelle auch thematisch mit einbringen. Deshalb ist das auch klar unsere Zielsetzung, dass wir eben den aufkommenden Diskussionsprozess mit den Vorteilen von freier Software begleiten wollen. Und wir sagen aber auch hier ganz klar, wir wollen das machen, weil wir ein Augenmerk auf die kommunale Selbstverwaltungshoheit legen wollen und da fragen wollen, wie ist die kommunale Selbstverwaltungshoheit, die ja grundgesetzlich auch verbrieft ist, eigentlich in dem Modell der jetzigen IT, also in der proprietären Welt, reflektiert und wie könnte sie in einem Modell mit freier Software reflektiert sein. Wir haben da auch gemeinsam schon einen Formulierungsvorschlag ausgearbeitet. Damit wir da so den Stand haben, stelle ich den nochmal wörtlich vor, ist ja überschaubar. Wir sagen, innerhalb der nächsten Jahre wird unter anderem im Rahmen einer Risikoanalyse, also wie ist das eigentlich mit der Herstellerabhängigkeit, wie hoheitlich können wir da eigentlich auftreten, innerhalb einer Analyse wird untersucht, inwiefern bzw. wie stark die städtische IT-Infrastruktur von Dritten, also Softwareanbietern, eigentlich abhängig ist. Und sofern nicht mehr zu tolerierende Abhängigkeiten und oder Risiken festgestellt werden, soll der schrittweise Umstieg auf freie Software als Ausweg aus dieser Abhängigkeit genauer untersucht werden. Und spätestens im Jahr 2018 sollte das Ergebnis dieser Untersuchung dem Rat per Vorlage zur Kenntnis gebracht und weitere Handlungsvorschläge zur Diskussion gestellt werden. Und wir sehen da drin so zwei Stränge. Zum einen der Strang, den Till gerade schon angesprochen hat. Es bringt nichts, mit einer Lösung zu jemandem zu kommen, der noch kein Problemempfinden entwickelt hat. Und wir wollen ja, dass, wenn dieser Gedanke von freier Software in der öffentlichen Verwaltung Erfolg hat, dass der auch gut verankert ist. Und es ist auch ein Stück weit unfair natürlich, wenn man jemandem begegnet mit einem sehr komplexen, umfangreichen Gedanken und sagt, jetzt mach dir mal eine Meinung eben dazu. Das ist natürlich höchst überfordernd, das würde ich auch nicht schaffen. Und in der politischen Landschaft ist ja auch viel Diskussionsbedarf dann. Und um diesen Diskussionsbedarf auch inhaltlich zu unterfüttern, soll die Verwaltung nach unserer Vorstellung gerne mal eine Diskussionsgrundlage, eine sachliche Diskussionsgrundlage mit beisteuern. Und das Ganze sehen wir natürlich auch ganz stark im demokratischen Prozess. Nämlich wir wollen das nicht übernehmen für den Stadtrat. Wir sehen uns da in einer sehr begleitenden Funktion und sagen natürlich, wir müssen diesen Prozess anstoßen, weil wir Sorge haben um die kommunale Daseinsvorsorge, um Demokratieaspekte, auf die Till gleich auch nochmal eingehen wird.
Aber der Rat soll natürlich entscheiden. Wir wollen da keine Entscheidungshoheit an uns ziehen. Genau, also die Bewertung soll natürlich für die Kamera hin, ja. Genau. Also ich hoffe, ich spreche laut genug. Falls nicht, dann meldet euch. Okay, ja, dann ist super. Ja, ich würde jetzt gerne ein bisschen was vorwegnehmen. Also die Bewertung und der Möglichkeiten von freier Software und die Auswirkungen davon, die sollen natürlich aus der Stadt heraus selber auch nochmal geschehen. Ich würde aber jetzt im Folgenden einmal unseren Ansatz darauf sehen, beziehungsweise nochmal umreißen, was wir da auch drunter verstehen, damit man vielleicht auch, damit ihr auch vielleicht sagen könnt, ja, dem kann ich zustimmen oder nicht, weil es gibt da ja auch durchaus Differenzen, wie zum Beispiel freie Software überhaupt definiert wird. Und wir orientieren uns da an der Definition von der Free Software Foundation. Das heißt, die Freiheit, ein Programm für jeden Zweck auszuführen, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und eben auch an seine Bedürfnisse anzupassen, Kopien weiterzugeben und auch Veränderungen, die ich an dieser Software gemacht habe, weiterzugeben. Und damit grenzen wir uns insbesondere davon ab, dass Open-Source-Software manchmal auch in einem rein technischen Rahmen gesehen wird, wo man das als rein organisatorischen Vorteil bei der Softwareentwicklung sieht, beziehungsweise diese reine Offenheit des Quellcodes gemeint ist, aber nicht gleichzeitig auch die Freiheit, diese Software eben weitergeben zu dürfen oder dass die Software von Patenten unberührt ist. Ja, unsere Überzeugung ist, dass freie Software mehrere Vorteile hat, beziehungsweise benötigt wird für verschiedene Aspekte. Und ein Aspekt davon ist die Transparenz. Und Transparenz in Verwaltungsprozessen finden wir insbesondere, also in der Stadt, finden wir deshalb wichtig, weil ja die Verwaltung auch eine gewisse Pflicht gegenüber dem Bürger hat, ihre Verwaltungsabläufe irgendwie transparent darzulegen. Das heißt, der Bürger muss verstehen können, wie funktioniert denn eigentlich die Verwaltung, welchen Effekt hat meine Eingabe, die ich an einer gewissen Stelle mache. Da in der heutigen Zeit zunehmend von der Mensch-zu-Mensch-Interaktion gewisse Dinge hin zu Mensch-Maschine-Interaktionen verlegt werden, beziehungsweise zu wir auch verstärkt automatisierte Handlungsentscheidungen haben, die eben von Software getroffen wird, ist Software da eben nicht, aus unserer Sicht nicht mehr, ein reines Werkzeug wie ein Hammer, sondern eben auch ein Teil dieses Prozesses, wie die Verwaltung arbeitet. Und von daher sehen wir auch die Not letzten Endes auch diese Prozesse transparent zu gestalten, falls wir weiterhin an einer, demokratischen Struktur leben wollen, die eben diesen Transparenzgedanken gerecht wird. Ja, Vertrauen ist auch eine wichtige Sache. Das hängt auch so ein bisschen mit der Transparenz natürlich zusammen. Wenn ich als Bürger meiner Stadt und auch natürlich beliebigen anderen staatlichen Institutionen meine Daten anvertraue, dann bin ich natürlich auch an der Datensicherheit interessiert, um damit auch einen gewissen Datenschutz umsetzen zu können. Die Datenverarbeitung, also in wie es genau funktioniert, steckt da natürlich auch drin. Also werden Daten in welcher Art und Weise werden, also welche Daten werden gespeichert, wobei ich das auch mit proprietärer Software natürlich teilweise umsetzen kann. Und natürlich auch die Programmsicherheit. Das heißt, gibt es irgendwelche Backdoors in Software, gibt es geheime Funktionalität, die zum Beispiel dem Staat die Möglichkeit beraubt, zum Beispiel eine Daseinsvorsorge zu organisieren. Ja. Ist das diese Software, mit der die Bürgerdaten verarbeitet oder gespeichert werden, ist das von Kommune zu Kommune unterschiedlich? Das wird ja doch ist das nicht? Ja, weil das weiß ich jetzt gar nicht, ich komme aus Bonn, was wir da haben, also ehrlich gesagt, womit die eigentlichen Meldedaten sozusagen verwaltet werden, ob das die Kommune selbst verwaltet oder. Also beim Einwohnermeldeamt weiß ich jetzt nicht
persönlich, was da eingesetzt wird, aber es gibt natürlich eine ganze Menge von Fachverfahren zum Beispiel auch, wo auch diese ganzen Daten irgendwie mit eingebunden werden. Na, mir geht es mehr um die, wo die gespeichert werden, also die Datenbank wahrscheinlich, irgendeine Art, wo das, ob die Kommune das jetzt selbst macht oder ob die darüber überhaupt entscheiden kann, was da eingesetzt wird. Es gibt viele Datenbanken und ja, die Kommune entscheidet natürlich für sich selber, was sie an Sachen einsetzt. Ja. Wie auch eine Firma selber entscheidet, was sie für Programme kauft. Das mag sein. Also da mag es gewisse Standards geben, die teilweise auch proprietär sind, aber es gibt eben die kommunale Selbstverwaltungshoheit. Das heißt, die Verwaltung kann eben an der Stelle selbst entscheiden, welche Lösung die beste ist. Da mag es auch im begrenzten Rahmen durchaus Kooperationen geben mit anderen Kommunen beziehungsweise irgendwelche Dachstrukturen, die auch Software gemeinsam dann beschaffen. Ich weiß, dass insbesondere in Bezug auf proprietäre Software auch, dass zum Beispiel SAP-Lizenzen oder sowas dann für das ganze Land erworben werden oder nicht von der einzelnen Stadt. Was da ist, und weil wir fürs RIS haben wir eine Eigenentwicklung. Und für die Ratsmitglieder werden iPads zur Verfügung gestellt. Da ja, ist auch so eine Sache, weil die iPad heißt für mich, alles geht in die iCloud und damit nach in die USA. Und damit auch die, wo die Bürger selber nicht darüber Bescheid wissen, geht das in die iCloud rein. Was man ja nach Erfahrung ja nicht unbedingt als vertrauenswürdig auffassen kann. Das ist sicherlich auch eine Konfigurationsfrage, wobei ich da natürlich auch das Problem habe, dass ich nicht weiß, ob es gleichzeitig auch noch irgendwelche andere Funktionalität enthält, weil ich halt nicht reingucken kann in das Programm. Genau. Das ist halt genau das Problem, wo man irgendwie sich hier einfach bei proprietärer Software darauf verlassen muss, dass der Hersteller den Vertrag auch in der Form umsetzt, wie man ihn hineingibt. Aber der Hersteller kann ja zum Teil auch gar nicht verschiedene Rechtswidersprüche oder Ähnliches auflösen. Also wenn ich jetzt ein Hersteller in den USA bin und ich dort zu der Integration irgendwelcher Backdoors oder Ähnliches aufgefordert werde, dann stehe ich halt im Zweifelsfall einfach in einem Konflikt, den ich als Hersteller nicht auflösen kann. Und von daher ist es eben sehr wichtig, dass man eben die Möglichkeit hat, solche Prozesse durch unabhängige Dritte einfach zu bewerten, denke ich. Und das ist eben mit freier Software an dieser Stelle möglich. Und da sehen wir eben auch den großen Datensicherheits- bzw. Programmsicherheitsvorteil an der Stelle. Und ja, also ich im Moment auch überlege, wie ich eben diese Anfrage formuliere an die Stadt, wie sie mit den Daten eben umgeht und damit man eben auch in die Richtung dann eben arbeiten kann. Ja, wir können gleich vielleicht in der Diskussion nochmal darauf eingehen, weil das genauso Impulse sind, denke ich, wo man... Kann ich vielleicht einen kurzen Tipp geben? Nehmen wir mal an, die Stadt hat einen Datenschutzbeauftragten. Bestimmt. Der wiederum pflegt ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis. Wo ist es? In diesem Verfahrensverzeichnis werden auch die Software aufgeführt. Und gewisse Bewertungen der Software vorgenommen. Du müsstest also mal in dieses Verfahrensverzeichnis erstmal reingucken. Okay. Vielleicht mit freundlicher Unterstützung des Herrn Datenschutz oder der Frau Datenschutzbeauftragten. Das ist eine Idee, gut. Also der Datenschutz ist natürlich auch jetzt schon an gewissen Stellen geregelt, wobei er hauptsächlich eben über Verträge geregelt ist. Das kann man, also ich meine, man kann wahrscheinlich auch einzelnen Kommunen nicht vollends auferlegen, dass sie die komplette Prüfung des Quellcodes eigenständig, jede Kommune nochmal eigenständig übernimmt. Da wollen wir auch nicht hin. Also von daher wird es auch in Zukunft immer auf ein Vertrauen beruhen müssen. Aber man kann eben einen unabhängigen Dritten deutlich besser vertrauen oder mehreren unabhängigen Dritten als dem Hersteller, der natürlich auch noch sehr starke Partikularinteressen da besitzt. Ja, dazu ist halt, ich nehme mal an, das ist jetzt hier das Mikrofon dazu. Letztendlich werden über diese Vertragsgestaltung halt einfach immer nur die Verantwortung, also der schwarze Peter, weitergereicht. Aber letztlich ist quasi so gut wie nichts nachprüfbar oder einsehbar.
genau. Also es kann erst dann im Fehlerfall eingeklagt werden, im Zweifel. Abgesehen von irgendwelchen, von diesem versicherungsrechtlichen Aspekt der Verantwortung, wenn dann irgendwie mal ein Datenleck oder anderes passiert, dass es dann ja auch Entschädigungen oder sowas gibt, ist ja auch das Problem eben der Datenverbreitung, wo man dann nachher nicht nachvollziehen kann, wie viel ist da irgendwie vielleicht rausgekommen und, weil man eben in die Software nicht reingucken kann und man da dem Hersteller auch einfach trauen muss, der dann sagt, ja, nee, das kann auch nur so und so sein, aber das sind halt alles immer nur wohlfeile Behauptungen, ne, und können es auch nur sein. Genau, jetzt war der Fokus bisher sehr stark auf dieser Transparenz-Vertrauensebene, also insbesondere auch sehr demokratierelevant bzw. Soziologisch relevante Aspekte aufgeführt. Wir sehen aber auch Vorteile im Wettbewerb, und zwar Wettbewerb zum einen in Bezug auf die Vermeidung von Vendor-Lock-In-Effekten, sodass sich eben, wie man es aktuell beobachten kann, gewisse Software einfach über ihre Monopolstellung weiterhin behauptet, dadurch, dass Schnittstellen, Formate eben geschlossen gehalten werden und darüber eben ja so Abhängigkeiten entstehen, wie wenn wir weiter Microsoft Office einsetzen wollen, dann brauchen wir auch Windows als Betriebssystem und so weiter und so fort. Und damit eigentlich keine freie Entscheidung mehr über die einzelne Software an der entsprechenden Stelle getroffen werden kann, beziehungsweise unter Umständen nicht die beste technische Lösung gewählt werden kann. Ein wichtiger Aspekt, gerade schon angesprochen, gerade bei dieser Vermeidung von Vendor-Lock-In-Effekten, ist eben, dass man offene Formate und offene Schnittstellen eben fördert. Die zweite Möglichkeit ist eben auch noch, um dem Vendor-Lock-In-Effekt zu entgehen. Man hat bei freier Software eben die Möglichkeit, die Entwicklung von dieser Software in einem gewissen Maße an andere Akteure eben abzugeben. Das heißt, man ist, auch wenn man jetzt Software primär von einem Hersteller A entwickeln lassen hat, aber diese Software eben freie Software ist, dann ist es immerhin noch möglich, diesen Entwickler im Nachhinein zu wechseln, also den Hersteller auszutauschen. Und darüber hat man natürlich auch nochmal die Möglichkeit, nicht von einem einzelnen Hersteller abhängig zu werden, auch wenn vielleicht die Software in einem gewissen Rahmen irgendwann funktionskritisch wird. Außerdem sehen wir es noch so, dass wenn man jetzt aus der Verwaltung wieder rausgeht, es ja so ist, dass über die freie Software ein Marktzugang eben auch deutlich einfacher möglich ist. Das heißt, für Startups, lokale Unternehmen, ist es deutlich einfacher, an das Bestehende anzuknüpfen und sich da auch an die örtlichen Bedürfnisse anzupassen. Und damit hat man eben auch eine Stärkung von lokalen Softwareanbietern. Ja, unter dem Stichwort Synergie fällt so alles, wo man durch Kooperation Arbeit einspart, sage ich mal, an einem gewissen Punkt. Also wo man über die Kooperation gewisse Arbeit nicht doppelt machen muss oder die unterschiedlichen Entwicklungen, die es auch in unterschiedlichen Städten zum Beispiel geben kann, eben wieder zu einem Gesamten zusammenfügt. Und auch da ist natürlich durch die Offenheit der Software und auch durch die dadurch, dass man diese Software eben bei freier Software weiterverwenden darf, beziehungsweise diesen Quellcode anpassen darf, sehen wir da ein deutlich höheres Potenzial bei freier Software für eben, um solche Synergien auszunutzen, die möglicherweise zwischen den Kommunen existieren. Das heißt, wenn eine Kommune irgendein Fachverfahren meinetwegen etabliert hat und dann wird ja jetzt in Dortmund oder Essen die Anforderung daran vielleicht historisch gewachsen doch schon ein bisschen unterschiedlich sein, aber im Groben und Ganzen folgen die doch den gleichen Rahmen. Und dann ist es natürlich hier ein leichtes, eben so eine bestehende Software eben dann auch zu verbreiten und auch sich nicht, ich sag mal, über den Hersteller da erst wenden zu müssen, sondern einfach das weitergeben zu können. Zudem ist es unserer Meinung nach möglich, eben
also das ist eher so ein bisschen jetzt ein technisches Argument wieder, bei freier Software bestehende Produkte eben weiterzuentwickeln, kontinuierlich sehr stark. Also man fällt so ein bisschen aus diesem Problem heraus, dass man als Verwaltung oder auch als Softwarehersteller erstmal wieder komplett das eigene System aufbauen muss, bevor man es dann irgendwie vermarkten soll, sondern man kann halt an was Bestehendes anknüpfen und damit eben auch inkrementelle Verbesserungen besser durchsetzen. Und das ist natürlich auch deutlich, also meiner Erfahrung nach deutlich effizienter, als wenn ich einfach alles immer wieder neu mache, weil ich sonst die Libraries einkaufen muss und dann irgendwie auch in andere Abhängigkeiten gerate. Zudem hat man auch diesen Gemeinwohlaspekt. Ups, habe ich falsch geklickt. Ja, so. Zudem hat man bei dieser Synergie auch noch einen gewissen Gemeinwohlaspekt. Also die Software, die eben durch die Kommune eben beschafft wird. Da sieht es ja so bei proprietärer Software aus, dass man die Entwicklung zahlt, aber danach das Produkt einem eigentlich nicht gehört. Das heißt, auch der Gesellschaft nicht gehört, sondern diese Gelder eigentlich, ich sag mal, in den privaten Bereich abfließen. Und über freie Software wäre es ja so, klar, es gibt, dass man die Entwicklungsarbeit, die man tut, auch gleichzeitig der Bevölkerung wieder zur Verfügung steht. Das wird sicherlich nicht so entscheidend sein bei irgendwelchen Fachverfahren zu der Hundesteuer meinetwegen. Da wird der Normalbürger nicht so viel mit anfangen können. Aber man sieht das sehr gut auch zum Beispiel bei LibreOffice, dass durch das Linux-Projekt in München, die ja eben auch schon so eine freie Softwarestrategie fahren, solche Änderungen für den Import von Formaten, die jetzt aus also DOC oder DOCX-Format, OXML, dass da eben Verbesserungen wieder eingeflossen sind und die stehen natürlich dann auch uns allen wieder zur Verfügung. Ja, letzter Punkt, die Selbstbestimmung. Zum einen hat man natürlich in der Entwicklung und in der Wartung von der Software größtmögliche Freiheit. Man muss natürlich jemanden finden, der es tut und der auch in der Lage zu ist, diese Software zu pflegen. Aber prinzipiell hat man erstmal keinen Upgrade-Zwang zum Beispiel. Also wenn man jetzt die aktuellen Debatten sich anschaut um XP, die ausgelaufen sind, da kann man natürlich sagen, naja, das war lange vorher bekannt. Da sollte man ein bisschen dynamischer auch in den Verwaltungsstrukturen sein, da früher drauf zu reagieren. Aber es gibt vielleicht einfach Felder, wo es sich wirklich nicht lohnt, jetzt da Dinge umzustellen, auch und man eigentlich nur noch einen gewissen Aufwand hineinstecken wollen würde, um eben noch gewisse Sicherheitslücken zu fixen und damit auch die nächsten 10 Jahre vielleicht ganz gut noch weiter zurechtkäme. Und und in dem Sinne könnte man da natürlich viel leichter noch irgendwen damit beauftragen, dieser Sicherheitsupdate weiter zur Verfügung zu stellen. Ich habe jetzt alle Punkte verstanden, nur der erste Punkt der Transparenz, der mich als Politiker natürlich besonders interessiert. Ich sehe jetzt nicht, warum eine proprietäre Software prinzipiell nicht in der Lage sein sollte, einen bestimmten Verwaltungsprozess genauso transparent darzustellen wie eine freie Software. Weil du nicht reingucken kannst. Bitte? Weil du nicht reingucken kannst. Nee, also ich will, als Kunde, ich habe Prozess, ich beantrage irgendwas, ich möchte sehen, was läuft da ab. Das kann eine proprietäre Software doch prinzipiell genauso gut wie eine freie. Also wenn ich ein Input-Output-Verhalten, sage ich mal, spezifiziere und ich sage, okay, ich möchte hier die Daten so eingeben und ich möchte am Ende hier ein PDF dabei herausbekommen, das so und so aussieht, dann kann ich diese Sachen natürlich schon vorher spezifizieren. Ich kann natürlich auch nachprüfen, ob Daten tatsächlich da ankommen, wo sie ankommen sollten. Schwieriger wird es bei gewissen Funktionalitäten, die eben nicht mehr so klar von außen, also man muss unterscheiden zwischen den Software-Sachen, die man einsetzt. Also bei einem Produkt, was unvernetzt ist, an irgendeinem Arbeitsplatz eingesetzt wird und wo ich dann am Ende irgendwie ein offenes Format wieder bei herausbekomme und sehe auch, dass ich an die Daten weiter daran komme. Da habe ich einmal diese Sachen spezifiziert, da muss ich da nicht bedeutend weiter reingucken. Es gibt aber sicherlich auch Produkte, die fallen jetzt vielleicht ein bisschen, das Beispiel fällt ein bisschen aus der kommunalen Ecke heraus, aber zum Beispiel, dass die Polizei zukünftig Vorhersagesoftware einsetzt, um eben Verbrechensvorhersagen zu machen. Und an solchen Stellen, das meinte ich ursprünglich mit diesem, es verlagert sich von Mensch-zu-Mensch-Interaktion hin zu automatisierten Handlungsentscheidungen,
ist es natürlich schon sehr relevant, wie diese Entscheidung getroffen wird. Also da könnte man ja als Politik durchaus sagen wollen, okay, wir wollen jetzt hier an der Stelle gewisses Racial Profiling nicht haben oder ähnliche Dinge. Und diese ganzen, ich sag mal, Ebenen, die man jetzt in der Politik da reingezogen hat, um solche ja, Profilbildungen, ja, ich sag mal, gesellschaftskonform zu gestalten, die sind dann in dieser Software nicht mehr einsehbar. Und das zweite ist, oder der dritte Punkt ist dann eigentlich noch bei der Vernetzung. Also in dem Moment, wo ich Daten eben übertrage von einem Standort zum anderen und ich mich auf eine Verschlüsselung verlassen muss, die da in diesem Softwareprodukt implementiert ist, dann kann die durchaus einem Standard folgen. Aber wenn die irgendwie der Zufallszahlengenerator für den Schlüssel, den ich generieren muss, nicht ganz zufällig ist, dann sehe ich das von außen nicht. Und dann kann ich tatsächlich nur erstmal auf die Software drauf gucken, also indem ich in den Quellcode reingucke und das wirklich durch Experten mal beurteilen lasse, ob diese Funktion richtig implementiert wurde. Ja, oder nimm nur etwas kompliziertere Berechnungen im Sozialbereich, nicht? Da gibst du einen Antrag ab, gibst da gewisse Werte ein und am Ende kommt ein Bescheid raus, wo dann steht, du kriegst so und so viel. Da hast du natürlich leichter den Bescheid, da ist der Bescheid leichter für dich nachvollziehbar, wenn du den Algorithmus kennst, mit dem der Zeug berechnet worden ist. Und dann kannst du gucken, ist in dem Algorithmus, was weiß ich, die richtigen Parameter mit eingegeben worden nach dem Gesetz. Da hast du es viel leichter, als wenn du das sozusagen alles reverse-engineeren musst. Also da könnte man über diesen parallelen Weg, man kennt ja, also bei dem wird man jetzt ja tatsächlich das Verfahren vorgeben, also wie wird irgendwie die Daten verarbeitet, wie wird also ich der Steuerbescheid berechnet oder ähnliches. Und man könnte es im Nachhinein parallel noch nachvollziehen, ob tatsächlich auch immer das dabei herauskommt. Genau, aber es ist natürlich leichter, wenn ich reinschauen kann, wobei man da natürlich dann eine Aufwandsabschätzung machen müsste in diesem Fall. Einfach, was ist das Günstigere? Trotzdem ist es natürlich so, dass irgendwelche Randfälle oder ähnliches schwerer zu kontrollieren sind. Wobei man sowas natürlich auch noch über eine reine Quelltexteinsicht lösen könnte. Also so Microsoft bietet das ja inzwischen auch an, dass man in irgendein Zentrum von denen geht und mal in den Quellcode reingucken darf. Das löst aber nicht die Probleme auf, dass ich am Ende nicht weiß, ob dieser Quellcode, in den ich da reingeguckt habe, auch tatsächlich der Quellcode ist, der da ausgeführt wird. Ja, ist das klarer geworden? Oder? Ja, der Begriff Transparenz, ich hatte es jetzt ein bisschen anders aufgefasst. Also Transparenz aus Sicht des Bürgers, wie gesagt, irgendein Verwaltungsprozess, also das ist ja mehr Transparenz aus Sicht des Programmierers, der nachvollziehen kann, ob das Programm auch das macht, was es tun soll. Nicht Transparenz aus Sicht des Bürgers. Ja, der muss es doch auch wissen. Ja, gut. Spätestens, wenn man sagt, ich kriege zu. Ja, also das, was wir Piraten unter Transparenz verstehen, ist ja so ein bisschen, dass das wirklich, ich weiß zum Beispiel, ich kann einen Haushalt reingucken und weiß zum Beispiel, bla bla bla, die Stadt gibt so und so viel Euro für das. Das würde ich als Politiker erstmal unter Transparenz verstehen. Das ist gut. Also jetzt habe ich es verstanden, was ihr damit meint. Das ist im ersten Schritt ist natürlich erstmal die Transparenz überhaupt, dass die Stadt weiß, was da passiert. Wir müssen natürlich das. Also wir wählen ja irgendwie die Vertretung in der Stadt und die kommunale Vertretung. Aber wenn dann zum Beispiel irgendeine Sozialberatungsstelle, eine freie Wohlfahrtsträger, ja, ebenfalls die Software nutzen kann, die auch die Stadt nutzt, und du kannst dann da hingehen und sagen, ich habe hier und die Daten, wie viel würde ich denn von der Stadt bekommen? Und die da dir genauso ausrechnen können wie die Stadt, das ist doch für den Bürger auch was. Ist ja jetzt auch klar geworden. Also im zweiten Schritt würde ich das auch noch mehr in Transparenz zu dem Bürger eben sehen, in dem Moment, wo man eben sich anschaut, wie freie Software zum Teil auch entwickelt wird, dass eben freie Software durchaus auch Kompetenzen nicht nur in den Firmen hat, sondern eben gerade, wenn diese Software auch in der normalen, also was weiß ich, bei LibreOffice oder ähnliches, wenn die so eingesetzt wird, dass man es auch als Bürger benutzt, dann gibt es dann natürlich auch Kompetenzen bei dem Bürger, der durchaus bewerten kann, ob die Software, die dann eingesetzt wird, eben gewissen Qualitätskriterien zum Beispiel entspricht oder die Verschlüsselung da korrekt eingesetzt wird. Und das schafft natürlich auch eine gewisse Transparenz da rein, wie die Daten verarbeitet oder ob ich der Verwaltung vertrauen kann, dass diese Daten korrekt verarbeitet werden. Ja, als Fazit, Dortmund braucht freie Software.
ist natürlich jetzt an dieser Stelle relativ losgelöst von Dortmund, aber ich bin persönlich Dortmunder, deswegen haben wir das natürlich auch in Dortmund versucht, erstmal anzufangen. Nachdem ich jetzt so ein bisschen unsere Überzeugung bzw. unsere die Sachen, wo wir meinen, dass freie Software Vorteile haben kann, dargelegt habe, möchte ich noch mal kurz ein bisschen auf den Entwicklung von uns eingehen, also mit welche Aktionen haben wir bisher gemacht, beziehungsweise wie haben wir uns bisher vernetzt. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren einen Thementisch bei der GLS Bank angeboten zu gemeinwohlorientierter Software. Damals haben Michael Stehmann von der FSFE und Ingo Wichmann vom Linux Hotel jeweils einen Tag dort referiert. Und genau, dann haben wir an der TU Dortmund einen Vortrag über freie Software organisiert, der von Rainer Rehack gehalten worden ist. Der ist vom FIF, das ist das Forum der Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und den Namen muss man immer ein bisschen üben, bevor man den so runterbeten kann. Wir haben eine Anfrage gestellt, auch über die FSFE bzw. Matthias Kirschner bezüglich der Microsoft-Ausschreibung in der Stadt Dortmund. Unter dem Aspekt auch, dass wir einfach mal sehen wollten, wie diese Ausschreibungen so aussehen bzw. wie man bei so größeren Projekten auch noch herstellerneutral überhaupt ausschreiben kann. Und wir haben auf theradio.cc letztens noch ein Interview gegeben. Das sind ja so im Groben gewesen die größeren Projekte gewesen, die wir jetzt in dem zivilgesellschaftlichen Bereich gemacht haben. Und jetzt würde ich noch einmal weitergeben an Christian Nehle, der so ein bisschen mehr das Ganze aus der Verwaltungssicht nochmal beschreibt. Ja, um nochmal an den Begriff der Transparenz auch anzuknüpfen. Wir haben an der Fachhochschule in Duisburg einen von in Deutschland insgesamt 2 Verwaltungsethikern sitzen und konnten uns mit dem einmal dazu unterhalten. Und er gibt regelmäßig Bände heraus, Schriften. Das aktuelle ist Ausgewählte Probleme der Verwaltungsethik 2. Und darin hat er einmal auch diesen Transparenzgedanken aufgegriffen, dieses Transparenzgebot des Staates. Ich stelle mir das so vor, ich bin ja Mitarbeiter der Verwaltung, ich habe eine Verwaltungsausbildung und ich kann euch sagen, dass ich eins nach vielen Seminaren und vielen Lehrgängen in der Verwaltung festgestellt habe, wo ich mich durch viele Rechtstexte und Verordnungen gewühlt habe, ich bin kein Jurist. Und ich werde auch mit dem Verwaltungsberuf keiner werden. Das heißt für mich in der Konsequenz, wenn ich ein juristisches Problem habe in meinem Berufsleben, in der Verwaltung, dann fühle ich mich sicherer, wenn ich mich ans Rechtsamt wende. Und das muss ich vom Dienstweg wahrscheinlich auch so. Aber auch privat würde ich wahrscheinlich eher eine Rechtsschutzversicherung bemühen, bevor ich mich da selbst dran wage. Denn es ist ja so bei Gesetzen, dass, um sie zu verstehen, muss man zum einen die eigene Sprache der Verwaltung verstehen. Beispiel, das ich gerne bemühe, ist, macht das unverzüglich. Das sagt uns so vielleicht nicht viel, aber im Verwaltungsleben heißt es, ohne schuldhaftes Verzögern. Und das gibt einem ja dann noch... Wer das weiß, wer sowas weiß, hat es einfach. Soll aber auch nur ein einfaches Beispiel sein. Also ihr könnt euch das vorstellen, es wird komplizierter. Zu den Gesetzen kommen noch Verordnungen, Urteile, Behördenpraxis. Und auf einmal kann so ein Paragraph sehr stark ausgestaltet sein, sodass ich damit eigentlich gar nicht mehr umgehen kann. Und das heißt, unsere Gesetze, die sind ja übers Urheberrecht, Paragraph 5 auch, Allgemeingut. Das heißt, ich kann Gesetze überall hinschreiben, ich kann die verbreiten. Was ich nicht kann unbedingt, ist das aus dem Buchladen kopieren und das verbreiten, denn das hat dann wieder eine eigene schöpferische Höhe, nämlich die Art und Weise, wie das im Text gesetzt ist. Aber unsere Gesetze an sich sind gemeinfrei. Jetzt habe ich vielleicht aber nicht so viel davon. Da ist der dringende Anruf. Jetzt habe ich aber vielleicht nicht so viel davon, dass die Gesetze gemeinfrei sind, ich immer da reingucken darf, ich die verbreiten darf, wenn ich
nur mühevoll die Chance habe, die auch zu verstehen. Trotzdem ist das ja vom Grundansatz her enorm wichtig, dass sie gemeinfrei sind. Und auch da mit der Transparenz, die Städte geben ja jetzt auch schon die Haushalte frei. Kann ja jeder reingucken. Aber vielleicht verstehe ich die nicht, weil mir die gewisse Vorbildung fehlt oder weil sie einfach auch schwierig aufbereitet sind. Da sind ja zum Beispiel Projekte wie der offene Haushalt, der das dann direkt grafisch umsetzt in Tortendiagrammen, viel einfacher, viel zugänglicher zu verstehen. Das heißt, an der Stelle kann ich ja Transparenz auch stark ausgestalten, eben wie ich die auf jemanden, der weniger Vorbildung hat, weniger beruflich damit auch beschäftigt ist, an der Stelle zugehen kann. Und darüber ist uns auch der Gedanke gekommen, dass ja die Informationsfreiheitsgesetze, die ja historisch in der Verwaltung nicht so alt sind jetzt, eigentlich eine totale Revolution im Selbstverständnis für die Verwaltung waren. Weil auf einmal irgendwer, der gar nichts damit zu tun hat eigentlich, der nicht primär davon berührt ist, herkommen kann und stellt auf einmal Fragen und möchte dazu auch noch Dokumente sehen. Das gab es ja vorher nicht in der Verwaltung. Und da hat die Transparenz auch gewirkt und der Tobias Trappe hat diesen Übertrag gemacht davon, dass es, wie in der Informationsfreiheit auch, es eigentlich nicht so richtige Blindspots, nicht so Blackboxes irgendwo in der Verwaltung geben darf, wo die Bürgerin oder der Bürger gar nicht reingucken kann, einfach weil er es möchte oder einfach weil sie sich gerne mal dazu informieren möchten. Und da bildet sich eben sehr stark dieses Verhältnis vom Staat zum Bürger aus. Was erlaube ich als Staat, dass der Bürger wissen darf? Und da sehen wir das dann auch eigentlich problematisch, dass jemand, der wissen möchte, vielleicht gar nicht wissen darf. Und das ändern eben die Informationsfreiheitsgesetze und das soll eben dieser Ansatz zu freier Software auch ändern, dass ich dieses Recht erhalte, mich an meiner Verwaltung auch zu bilden. Dann, ich habe ja im Eingang gesagt, ich bin Mitarbeiter auch der Stadt Dortmund. Wir haben dieses Thema da auch auf der letzten Personalversammlung im Dezember 2014 thematisiert, haben das versucht, da so ein bisschen einzubringen, denn ich habe jetzt die Situation ohne Computer in der Verwaltung, dass ich hinter mir so mein Aktenschränkchen habe und da alles verwalte und das dann abschließe, wenn ich nach Hause gehe, da habe ich so eine, sehe ich, wenn es am nächsten Tag aufgebrochen wurde, wenn jemand an meinen Daten war, aber heutzutage ist eben tatsächlich jeder Arbeitsplatz in der Verwaltung mindestens IT-gestützt, wenn nicht sogar IT-abhängig. Heißt, wenn die Computer nicht funktionieren, dann ist das natürlich für mich als Mitarbeiter momentlang angenehm, weil ich kann kaum noch, wenn der PC nicht funktioniert. Und jetzt frage ich mich aber als Mitarbeiter, wie kann ich verantwortlich sein für die Daten, die mir die Bürger hier anvertrauen, die zu mir kommen, wenn mir gar keiner mehr sagen kann, wie die verarbeitet werden. Wenn es da keinen unabhängigen, sachverständigen Dritten gibt, der drauf guckt und sagt, jo, ist alles datenschutzkonform, so wie wir uns das rechtlich auch vorstellen. Dass ich das selber nicht mehr kann, das ist okay, das ist ein Produkt, denke ich, der Arbeitsteilung. Aber jemand anderes im Auftrag des öffentlichen Dienstes oder aus dem öffentlichen Dienst heraus selbst, der müsste das können. Und diesen Prozess haben wir jetzt auch nochmal angestoßen auf der Personalversammlung. Gibt es aber noch keinen endgültigen Rücklauf drauf, aber ihr merkt, wir sind da dran. Genauso dran sind wir da drüber über die Vertrauensleute-Vollversammlung. Die gibt regelmäßig, so quartalsweise, eine Zeitung von Verdi. Die gibt regelmäßig quartalsweise ungefähr eine Zeitung für Beschäftigte raus. Hat dann so in der Regel 4 Seiten. Die aktuelle Ausgabe hat 8, denn darauf fragen wir, warum nicht auch freie Software und offene Standards für die Stadt Dortmund und versuchen da unsere Herangehensweise, diese Überlegungen da auch einmal reinzubringen. Wir sind ungefähr 10.000 Beschäftigte bei der Stadt Dortmund und die Gewerkschaft druckt dieses Blatt 4.500 Mal. Das heißt, das ist jetzt gerade in die Verteilung gegangen und damit hoffen wir auch, diesen Diskussionsprozess jetzt noch mal ein Stück weit beleben zu können und auch deutlich zu machen nach innen, warum wir uns eigentlich für dieses Thema engagieren und das für wichtig halten und darüber auch so eine gewisse Tragfähigkeit für das Thema zu generieren. Wir haben jetzt aktuell, da nochmal von vorhin der Hinweis, dass wir auch so ein bisschen mit den politischen Farben ja spielen, auch in Dortmund. Wir haben 12 Bezirksvertretungen. Und die Bezirksvertretungen, die kriegen regelmäßig von ihren Geschäftsführern
E-Mails zugesandt zu allen möglichen Themen und kriegen dann auch Anhänge in diesen E-Mails. Und diese Anhänge, die sind dann natürlich weitestgehend im proprietären Format. Also gängig ist da Microsoft Office Word und Excel, gibt auch PDF als freies Format, das ist natürlich zu begrüßen. Hilft aber, man kann es nicht editieren, aber das Format selber, der Standard dazu, der ist offen. Aber im PDF wollen es die Bezirksvertreter nicht unbedingt immer haben, weil sie auch gerne mal zum Beispiel in einer Excel-Tabelle selber rechnen können wollen. Also dann wieder über diese Transparenzüberlegungen da dran kommen und sagen, was nutzen mir Darstellungen, wenn ich selber nicht mitarbeiten kann? Ist das dann transparent eigentlich, wenn ich nicht damit umgehen kann mit den Daten, wie ich das möchte? Und diese Bezirksvertretung, die machen das jetzt zum Thema. Wir haben da im Moment Zusagen von 8 von 12. Drei Stück, da ist das aus anderen Gründen hinten runtergefallen. Die waren dem Thema aber auch sehr offen gegenübergestellt. Und wir haben das versucht, möglichst politisch breit direkt reinzutragen. Das heißt, wir als Grüne haben das teilweise gestellt, Piraten haben es gestellt. Wir haben in Dortmund auch die Besonderheit, dass die Piraten mit der Linken eine Fraktionsgemeinschaft haben. Das hat sich auch auf die Bezirksvertretung übertragen. Also Linke und Piraten heißen die dann. Und die stellen das dann auch gemeinsam. Das heißt, wir haben jetzt gerade aktuell aufgeschlagen, so aus drei verschiedenen politischen Richtungen eigentlich das gleiche Themenbedürfnis einfach einmal abzubilden. Und daran merkt man auch schon so ein bisschen die Barriere, vor der wir aber auch stehen, nämlich, dass wir noch in andere Parteien hineinwirken müssen. Wir hoffen da, der SPD das auch ein bisschen nahe bringen zu können über Gewerkschaftsengagement. Aber das ist dann auch so vornehmlich so, dass, ich sag mal, die linke politische Familie, in der wir uns bewegen, wir wollen natürlich auch auf die CDU zugehen, die auch eine sehr große Partei in Dortmund ist. Aber grundsätzlich haben wir gesagt, wir reden mit allen im Rat vertretenen demokratischen Parteien. Genau, deshalb machen wir auch ganz klar diese Abgrenzung. Und eine Überlegung noch zu der Bezirksvertretung, die uns da stark zu bewogen hat. Jetzt in dem Versuch, dieses Thema in die politische Debatte stärker reinzuheben, ist es ja so, dass die Bezirksvertretungen nicht über dieses Thema entscheiden. Das macht der Rat. Aber die Bezirksvertretungen haben ja eine direkte persönliche Betroffenheit in dem Thema. Und wir fanden das interessant, das da einfach mal zu spiegeln, aber auch auf einer Ebene zu spiegeln, wo es nicht gleich eine Meinungsbildung zu geben muss, weil die ja nicht entscheidungsbefugt sind an der Stelle. Aber das von da aus so ein bisschen durch die Instanzen wandern zu lassen. Und wir haben ja auch so bis zum Jahresende noch Zeit nach unserem aktuellen Fahrplan, um das ja in die Ratsebene zu heben. Problembewusstsein steigern. Wir haben auch noch als kleine Schmankerl nebenbei mal eine grundsätzliche Ausarbeitung zu dem Thema erstellt, die wir öffentlich auch über unseren Blog zur Verfügung stellen, so wie alles andere, was wir euch so an den Kleinigkeiten, wo wir schon mal gewirkt haben oder wo wir Vernetzung erfahren konnten oder wo uns auch Input geliefert wurde. Das versuchen wir dann immer abschnittsweise in unserem Blog zu verarbeiten. Und da haben uns zum Beispiel die Free Software Foundation freundlicherweise auch mal eine Referenz geschrieben. Free Software Foundation Europe, genau, danke. Die OSBA, also die Open Source Business Alliance, weil wir auch zeigen wollten, dass es nicht eine rein akademische oder theoretische Diskussion ist, die wir führen, sondern dass es auch Wirtschaftspotenzial gibt, das in der Lage ist, so ein Projekt tatsächlich anzugehen und umzusetzen. Wir haben uns auch vernetzen können mit dem Digital Courage e.V., vormals als Föbutte bekannt, die ja sehr stark in Datenschutzfragen unterwegs sind und die auch sagen, ja klar, ist schon eine Voraussetzung dafür, dass ich da Vertrauen in so einen Prozess gewinnen kann, dass ich weiß, wie der überhaupt funktioniert oder ob es nicht irgendwo so eine Abzweigung für die Daten gibt, die woanders hingeschoben werden. Aber auch das Linux-Projekt, das ja eine starke Orientierung auch in diesen Fragen bietet, die diese Diskussion um die Herstellerabhängigkeit schon sehr stark geführt haben, von denen konnten wir auch mal eine Referenz kriegen und das war für uns immer wichtig, zu zeigen, nicht um uns selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ah ja, die anderen sagen auch, wir sind irgendwie toll, sondern weil wir für die Diskussion auch Referenzpunkte schaffen müssen, um zu zeigen, das sind jetzt nicht eine Handvoll Leute einfach, die sagen, wir brauchen dieses Thema, wir möchten dieses Thema bemühen, sondern das ist auch an anderen vielen Punkten gespiegelt und diese Bedürfnisse, die entstehen auch an anderen Punkten.
Und letztlich sind wir auch so lose vernetzt mit der TAC, die das auch eigentlich positiv sehen und uns da auch nochmal unterstützen werden. Ja, soweit zu unserer Vernetzung bzw. der inhaltlichen Vernetzung. Jetzt würde ich noch mal ganz kurz vorstellen, wie man sich selber bei uns auch einbringen kann, beziehungsweise erstmal überhaupt auf dem Aktuellen bleiben kann. Wir haben den gerade schon erwähnten Blog do-foss.de. Wir sind auch, da bilden wir insbesondere größere Aktionen drin ab, beziehungsweise Ergebnisse, die wir aus den Elementen, die ich gleich noch beschreiben werde, erarbeitet haben. Und dann noch über Twitter, wo wir auch ein bisschen häufiger eben kleinere News eben reinstreuen, die einfach über das Thema, zu dem Thema passen. Ja, partizipieren kann man einmal, ich sag mal aus politischer Sicht, einmal bei unserem Open Office. Das Open Office ist ja ein Diskussionsforum, was wir an jedem ersten Dienstag im Verdi-Haus Dortmund schaffen, wo wir eben zum einen uns von sehr unterschiedlichen Akteuren Input holen, um eben diesen Prozess auch weiterzubringen, den wir aber auch etablieren wollen als überparteilichen Begegnungsraum, um eben dort Vorabsprachen treffen zu können, um die entsprechenden Personen miteinander zu vernetzen. Dann haben wir noch ein Redmine, in dem wir Wiki, Tracker, Forum und Dokumentenverwaltung haben. Über den Tracker organisieren wir so ein bisschen unsere Aktion, beziehungsweise wer für was zuständig ist. Im Wiki halten wir eher Dinge fest über unsere Organisationsstruktur und Forum ist eben dann für Diskussionen. Du brauchst aber eine extra Schulung, ne? Ja, also es ist an manchen Stellen, wenn man mit dem Tracker schon mal gearbeitet hat, ist es relativ eingänglich. Es kommt natürlich eher aus der Softwareentwicklung als jetzt aus der sozialen Ecke. Ich denke, im Wiki findet man sich relativ schnell zurecht. Das ist ähnlich wie bei Wikipedia. Genau, die anderen Sachen sind halt vor allem, wenn man sich jetzt ein bisschen engagiert, dass man eben so eine dezentrale Aufgabenverwaltung zum Beispiel auch hat. Des Weiteren haben wir dann noch zwei Open Office pro Monat, die eher dahin abzielen, Leuten eben freie Software näher zu bringen. Und das ist eben auch mehr in Richtung Gesellschaft orientiert, eben dass man dort einfach erstmal die Software kennenlernen kann. Und da wir auch irgendwelche Referenzpunkte haben, wenn wir mit Leuten darüber reden und die sagen, ja, okay, ich habe da noch gar keine Vorstellung davon, dass man das Ganze auch mal so durch Anfassen, sage ich mal, erfahren kann. Gut, das sind also so unsere Schnittstellen, die wir nach außen bieten. Wir versuchen das Ganze möglichst offen zu halten, sodass wir auch da sehr offen sind, was irgendwelche Hinweise angeht, was Mitarbeit angeht. Heißt, wenn ihr Leute kennt, die sich in dem Bereich irgendwie engagieren wollen, beziehungsweise auch einfach mal vorbeischauen wollen in Dortmund, tut das gerne. Und wir sind auch immer sehr interessiert an überkommunalen Kooperationen, um eben dieses Thema auch woanders weiterzubringen. An diesem Punkt haben wir jetzt uns sehr stark vorgestellt. Ich würde aber gerne auch noch mal ein bisschen was mitgeben von dem, was wir so an Erfahrungen gesammelt haben in Bezug auf Migrationsprojekte, wo wir sehen, dass man, wenn man so ein Thema auch in seiner eigenen Kommune anfassen wollen würde, dass man dann eben auch so ein Thema eben verbrennen kann. Und dass es da auch viele Beispiele gibt, wo das tatsächlich auch so geschehen ist, also wo es wieder dann irgendwann Rückmigration gegeben hat. Und das bezeichnen wir als kritische Erfolgsfaktoren. Also irgendwie das erste wäre die Mitarbeiterakzeptanz. Also wenn ich ein Softwareprodukt wechsle, ziehen die Mitarbeiter mit oder gibt es dann irgendwann so viele Beschwerden, dass ich irgendwann wieder zurückmigrieren muss. Eine gewisse politische Kontinuität, das sieht man gerade auch in München. Das Projekt ist sicherlich nur deshalb zum Erfolg geworden, weil man über einen gewissen Zeitraum immer wieder auch an diesem Projekt festgehalten hat, bis man irgendwann auch so einen Migrationsprozess überwunden hat. Weil Fehler
oder Probleme treten bei einer Migration auf jeden Fall auf. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich freie oder proprietäre Software einsetze. Weiteres Problem ist, häufig ist so die Wirtschaftlichkeit bei freier Software das Thema, mit dem man am einfachsten, ich sag mal, quer über alle Parteien landen kann. Also jede Kommune hat klamme Haushalte. Wenn man sich dann vorstellt, okay, wir müssen jetzt keine Lizenzkosten mehr zahlen, dann sind aber die meisten Leute erstmal dafür. Aber wenn man das zu kurzfristig betrachtet, dann kann das auch gehörig schiefgehen. Die Überwindung von Vendor-Lock-In-Effekten kann ein Problem sein und auch fehlendes Know-how in der Verwaltung. Vendor-Lock-In wäre, dass man eben zum Beispiel jetzt einem gewissen Hersteller die Produkte gekauft hat, dann die Daten zum Beispiel in einem proprietären Format vorliegen und man danach nicht mehr in der Lage ist, andere Software einzusetzen, weil man keine andere Software bekommt, die diese Daten noch interpretieren können zum Beispiel. Also da kommt man in solche Abhängigkeiten rein oder wenn ich zum Beispiel auch aus verschiedenen Softwarebestandteilen eben das Problem habe, dass die über proprietäre Schnittstellen miteinander vernetzt sind, dann kann ich einzelne Produkte nicht mehr austauschen, weil die Hersteller sich, ja, ich sag mal, zusammengetan haben und damit bin ich ja quasi eingeschlossen in diesem Herstellerkreis und das bezeichnet man halt als Vendor-Login. So dass man eben nicht mehr frei in der Lage ist, ich sag mal, zwischen verschiedenen Herstellern auszuwählen. Ja, zur Mitarbeiterakzeptanz. Was kann da passieren? Was fehlschlägt? Klar, erster Punkt ist, man macht keine Schulungen, sondern man sieht, hängt auch wieder so ein bisschen mit diesen kurzfristigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zusammen. Wenn man das tatsächlich nur darunter betrachtet, dann sagt man, okay, neue Software, keine Schulung, möglichst günstig und danach gehen die Leute frustriert nach Hause, weil sie sich mit einer neuen Software auseinandersetzen müssen und da drin aber sich nicht zurechtfinden. Ja. Ich nehme an, in Dortmund musstet ihr auch, seid ihr jetzt auf Office 2007 oder 10 umgestiegen oder sowas? Wir sind dabei. Ja, also, das war auch ziemlich anders zum 2003er. Werden sicherlich auch Schulungen stattfinden. Weiß ich jetzt nicht konkret, wie intensiv das ist an der Stelle. Also man muss auf jeden Fall bei einer Migration Schulungen machen. Aber gerade wenn man es eben verkürzt sieht, wie wir haben einen klammen Haushalt, wir setzen jetzt einfach mal statt Produkt X, Produkt Y ein, wo wir keine Lizenzgebühren mehr zahlen müssen, könnte das eben nach hinten rüberfallen. Die Arbeitseffizienz ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Also der Mitarbeiter nimmt Software vor allem dann an, wenn er 5 Minuten früher nach Hause gehen kann. Und das ist irgendwie auch verständlich. Also das klingt vielleicht ein bisschen negativ jetzt auf den Mitarbeiter abgewälzt, aber ich persönlich kann das auch gut nachvollziehen. Wenn ich mich mit dieser Software lange auseinandersetzen möchte und meine Sachen nicht erledigt bekomme, dann ist das eben auch ein starker Frustfaktor. Das hat natürlich auch viel mit den Schulungen zu tun. Kuschelfaktor ist auch ein wichtiger Aspekt im Sinne von, kann ich mich mit dieser Migration überhaupt identifizieren? Also wenn ich jetzt Software umstelle, muss ich neu lernen, muss ich mich in diese neue Software einarbeiten und wenn ich dann dem Ziel offen gegenüberstehe oder ein Maskottchen habe, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, ähnliche Dinge, dann verzeihe ich auch vielleicht mal irgendwelche Probleme, die es während dieser Umstellungsphase gibt. Und beschwere mich nicht so gleich, sodass dann schon, bevor so eine Umstellung abgeschlossen ist, das Projekt schon wieder gescheitert ist. Ein Problem ist auch noch bei den Administratoren bzw. Den Leuten, die mit dieser Software umgehen, ist ein Reputationsproblem. Also SAP ist immer super auf dem Lebenslauf, um am Ende eine Anstellung zu bekommen, in der man höher bezahlt wird. Und da haben natürlich aktuell freie Software manchmal ein bisschen das Nachsehen, weil die noch nicht so gut entlohnt wird später. Und von daher gibt es da auch manchmal Vorbehalte. Ja, da gibt es ja noch den Punkt mit für Microsoft-Beschaffungen wurde noch nie jemand gefeuert, aber sonst, wenn ein Beschaffer dann irgendwie OSS anschafft, dann heißt es, ja, du mit deinen Schnapsideen. Auch wenn das eben vom Rat beschlossen wurde oder so, aber das ist ja noch, finde ich, noch schlimmer als es
jetzt, dass du jetzt das dargestellt hast. Das ist halt auch was, jetzt nochmal auf diese Office-Umstellung da als Beispiel zurückzugreifen. Da gibt es dann halt schon einen starken Schulungsbedarf, also eigentlich noch mehr, als wenn man dann irgendwie auf freie Lösungen setzen würde. Aber das ist, was die Mitarbeiter so als Menschen wie Hinz und Kunz mitkriegen, das ist eben überall so quasi die Standardlösung und wird dann psychologisch eben oft dann so geschluckt und akzeptiert, und wenn man dann so damit nicht so klarkommt, wird eher der Fehler bei sich gesucht, und wenn man jetzt dann mit so einem anderen Programm, was eigentlich gar nicht so anders ist, aber es sieht dann eben ein bisschen, hat einen anderen Namen und sowas, da reinkommt, dann ist die Fehlersuche, wenn es dann Schwierigkeiten gibt im Umgang mit der Software, psychologisch nicht so sehr bei sich selber, sondern eher dann beim Produkt, und ja, das ist ja jetzt irgendwie das andere Programm, und da kommt dann halt ein großer Rechtfertigungsdruck her bei sowas. Ja, also den Effekt haben wir auch häufig beobachtet. Der ist noch eine Stufe natürlich davor, also bei der Mitarbeiterakzeptanz. Klar kann man jetzt auch sagen, okay, man braucht auch schon eine Mitarbeiterakzeptanz für die Umsetzung, also bevor man es umsetzt. Aber das sind natürlich immer so so Probleme, die Sonderlösung wird häufig dafür, kann leicht dafür etwas verantwortlich gemacht werden, als wenn ich mich in einem Allgemeinen bewege. Also das sehe ich auch so. Gab es irgendwelche Bestrebungen, den Leuten für ihre Rechner zu Hause eben Open Office oder was auch immer dazu zu empfehlen, damit das dann in der Arbeit ja eher akzeptiert wird? Weil das ist ja das Schlimmste, wenn die dann eben jetzt mit 2010 dann schon zu Hause super klarkommen und dann kriegen die in der Arbeit Libre oder Open Office davor gesetzt. Ja, das ist auch noch ein Problem, dass man natürlich so privates Know-how auch viel mitbringt aus den Standard-Software-Lösungen und man natürlich da auch wieder gegen eine gewisse Marktdominanz, die im Moment da ist, erstmal ankämpfen muss. Wobei das erstmal, ich würde sagen, relativ unabhängig von freier Software ist, sondern das ist ein ganz allgemeines Problem von Exotenlösungen oder kleineren oder den Nicht-Standard-Lösungen, sagen wir mal so. Heute Morgen habe ich auch schon über dieses Thema gepredigt, um es mal so zu sagen. Und da hatte ich noch ein anderes Problem adressiert, was auch die Mitarbeiter angibt. Linux hatte ja auch die Konsolidierung beispielsweise der ganzen Software, insbesondere auch der eingesetzten Makros, zum Ziel. Und da ist natürlich so, dass wenn ich in der Abteilung mit meinen etwas überdurchschnittlichen EDV-Kenntnissen so ein Makro gemacht habe, was irgendwas macht, und ich da so in der Abteilung der King bin, und dann kommt plötzlich die EDV und sagt, alles zu mir, dass man diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin dann ja auch mitnehmen muss irgendwie. Weil die, wenn jetzt sozusagen dieser inoffizielle Status aus der Hand genommen wird, wirst du auch nicht begeistert sein und sagen, freie Software ist ja das Ideal. Ja, auch wenn ich 20 Jahre Microsoft-Sachen administriert habe und plötzlich bekomme ich was anderes vorgesetzt, dann klar, dann schwindet auch meine Kompetenz erstmal in diesem Rahmen. So, das auf jeden Fall. Also wir haben als Ergänzung noch direkter zu der Frage zu Dortmund, weiß ich nicht, da könnt ihr dann was zu sagen. Ich weiß es nur zu Linux, dass in München man auch recht frühzeitig in der Umstellungsphase oder Einführungsphase den Leuten alle angeboten hat, also wer wollte, kriegt halt eine Open Office CD mit für sich nach Hause. Ja, das ist sicherlich sinnvoll. Also man hat auch gleichzeitig in München zum Beispiel versucht, nicht nur, ich sag mal, das Verfahren 1:1 auf die neue Software umzustellen, sondern sich auch gleichzeitig das Verfahren anzugucken. Ich habe eine Anekdote, ich kenne sie auch nur über Umwege, aber es gab wohl 14 Fachverfahren für die Hundesteuer vorher. Also 14 unterschiedliche Fachverfahren und auch 14 unterschiedliche Programme, die man benutzen musste, um diese Hundesteuer irgendwie zu erfassen.
Und solche Prozesse wurden gleichzeitig dann auch angeschaut und eben im Rahmen dieser Migration mit verbessert. Das heißt, man hat sich im Vorhinein schon angeschaut, wo hakt es, wo sind aktuelle Strategien mit dem Umgang mit der Technik. Also weil häufig hat man mal so ein System entworfen in einer gewissen Struktur und diese Struktur passt natürlich nicht hundertprozentig auf das, was man dann tatsächlich am Ende machen möchte. Und dann entwickeln sich auch zum Beispiel irgendwelche Umgehungslösungen. Zum Beispiel, bei dem einen Programm kann ich nur die Sachen einscannen, aber ich kann kein PDF reinkopieren. Ja, dann drucke ich mir das Ding halt aus, scanne das wieder ein, füge das irgendwo anders, sowas in der Richtung. Und wenn man jetzt diese Software einfach nur überträgt und plötzlich diese Umgehungslösung weg ist, dann war die vorher nicht spezifiziert und ist nachher auch nicht spezifiziert, aber die Leute sind sauer, weil es nicht mehr funktioniert. Und deswegen hat man in München durchaus auch geguckt, wie genau sind denn die einzelnen Prozesse jetzt tatsächlich ausgelegt und hat den Leuten da auch gleichzeitig mit der Migration gleichzeitig Anpassungen an diesem Verfahrensweg angeboten, sodass das eben effizienter gelöst werden kann. Das schafft auch eine höhere Mitarbeiterakzeptanz, einfach weil man mit der Umstellung nicht nur eine Programmumstellung hat, sondern auch gleichzeitig eine Verfahrensumstellung zum Positiven hin. Ich habe eine Zwischenfrage. Ja. Gibt es empirische Studien oder einfach mal eine Umfrage, dass man sagen kann, so und so viel Prozent der Mitarbeiter sind dem Thema total aufgeschlossen gegenüber? Oder habt ihr in erster Linie Erfahrungswerte? Also eine Studie oder Umfragen, die sagen wir im hohen 70er, 80er Bereich liegen, Mitarbeiter, die sagen, wir finden wir total spannend, würden wir uns gerne mal anschauen, wären ja auch vielleicht dem ganzen Thema hilfreich. Ja, nee, also in der Hinsicht wüsste ich jetzt persönlich nicht zu referenzieren. Das, was ich da so erfahren habe, kommt aus Gesprächen mit Vertretern von anderen Behörden, die eben solche Migrationen schon mal gemacht haben oder eben auch mit Verdi oder anderen Leuten aus dem Personal heraus selber, die natürlich auch vor Problemen stehen, wo die Software, ich sag mal, erstmal zweitrangig ist. Es ist halt irgendwie ein Werkzeug und die dann natürlich ihre Probleme da noch draufsetzen. Und, ich würde mal sagen, wenn du die einen durchschnittlichen Verwaltungsmitarbeiter fragst, überhaupt mal fragst, ob er freie Software kennt oder ob er Open Source Software kennt, wenn da dir 10% der Mitarbeiter eine halbwegs passable Antwort geben, würde mich das Ergebnis schon überraschen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine persönliche Einschätzung, jetzt, die ich an dieser Stelle gebe. Es ist nicht irgendwie wissenschaftlich untermauert, sage ich mal. Aber meine Überzeugung ist schon, dass es auch einigermaßen die Realität widerspiegelt. Und man kriegt es auch sonst eben aus vielen Quellen immer wieder auf die Art und Weise, ich sag mal, beigebracht. Das wollte ich gerade. In München, da hat man das schon einmal geschafft, so, und da wäre es jetzt. Ja, in Schwäbisch Hall auch und so weiter. Das heißt, ja. Im Prinzip sind in der Presse immer die Projekte, wo es zumindest partiell mal knirscht. Außer München, was wohl tatsächlich, ich sag mal, als Leuchtturmprojekt befeuert worden ist. Aber es gibt eben auch einige Projekte in kleineren Gemeinden, die ebenfalls erfolgreich durchgelaufen sind, aber wo kein Hahn nachkräht. Ist vielleicht auch besser für das Projekt. Da gibt es ein paar Erfahrungen. Also mit den Linux-Leuten haben wir halt geredet. Die haben das uns so mitgebracht von wegen diesem Arbeitseffizienz- und Kuschelfaktor. So die beiden Punkte, die kommen aus der Ecke, sag ich mal. Aber das hört man auch woanders. Wir haben, um diese Mitarbeiterakzeptanz auch zu fördern, haben wir uns direkt am Anfang auch immer bemüht, mit den Mitarbeitern irgendwie in Kontakt zu kommen. Und das haben wir insbesondere über Verdi und den Personalrat bisher gemacht. Da haben wir uns hin vernetzt. Da muss man dann auch das muss einem einfach klar sein, dass man parallel zu dieser technischen Migration auch eben diesen sozialen Aspekt eben mitnimmt. Genau. Insbesondere vielleicht, ja, das trifft es wahrscheinlich eher. Zumal es in öffentlichen Verwaltungen etwas schwierig ist, Personal auszutauschen. Ja, dann politische Kontinuität. Ja, ist, denke ich, relativ schnell abgehandelt. Was wir vermeiden wollen, ist zwischenparteiliche Abgrenzung. Also wir hatten vor kurzem auch eine
neue Bürgermeisterwahl und ähnliches. Und da haben wir uns erstmal ein bisschen zurückgehalten, damit es eben nicht passiert, dass, ich sag mal, jetzt eine Partei sich versucht, über dieses Thema ausschließlich zu profilieren und die anderen Parteien einfach reflexhaft dagegen sein müssen, um ja nicht irgendwie ohne Kenntnis dazustehen oder ähnliches. Haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen. Und ja, da hat man eben sonst das Problem einfach, dass während der Migration sicherlich Probleme auftauchen und diese Probleme eben auch erstmal wohlwollend abgefedert werden müssen und dass man da nicht direkt zurück migriert. Als Gegenmaßnahmen für dieses Problem haben wir da an der Stelle diese überparteiliche Organisationsform gewählt, uns balanciert in die Parteien eingebracht oder versuchen uns da balanciert einzubringen. Nicht überall wird das gleich schnell angenommen natürlich. Und über die Open Offices eben versucht, ein überparteiliches Diskussionsforum auch zu schaffen. Ja, kurzfristige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung habe ich eigentlich auch schon das meiste gerade zu gesagt. Das geht am schnellsten durch und führt am schnellsten zum Fehlschlag des Projekts, dass man jetzt einfach irgendein anderes Produkt einsetzt, die Leute sich in das neue Produkt einarbeiten müssen, keinen Nutzen davon haben, das Produkt und man einfach sich nicht weiterhin irgendwie auch an dieser Produktpflege zum Beispiel beteiligt. Denn gerade die Community-basierte freie Software lebt natürlich davon, dass man eben auch weiterhin Verbesserungen beisteuert. Und das wird nur dann zum langfristigen Erfolgsmodell, wenn man eben diese Synergiemöglichkeiten eben nutzt. Deswegen haben wir auch den Fokus bei unseren Vorträgen bezüglich dieser Kostenaspekte sehr weit heruntergefahren und schieben die erst so im Nachhinein immer rein und insbesondere auch bei der Risikobewertung, die wir über dieses IT-Konzept anstoßen wollen, versuchen wir eben, einen zivilgesellschaftlichen Begleitprozess da eben auch mit zu etablieren, damit wir da auch weiterhin darauf hinweisen können. Ja, Vendor-Login war gerade kurz ein Thema. Und ja, da besteht natürlich dieses Problem, wenn ich einmal an so ein Produkt gebunden bin und gerade wenn dieser Vendor-Login-Effekt dadurch entsteht, dass ich viele Produkte habe, die miteinander irgendwie kommunizieren, irgendwelche Schnittstellen haben und das ein so ein großes, proprietäres, ich sag mal, so ein Verbund ist, dass ich dann vor so einer Alles-oder-Nichts-Entscheidung stehe. Dass ich also irgendwie sage, okay, wenn ich Office austausche, dann muss ich aber auch gleichzeitig noch irgendwie SAP mit anfassen, wobei es da auch inzwischen ein paar Linux-Schnittstellen gibt, aber na gut. Aber dann habe ich auch noch zig Fachverfahren, die alle gegen Microsoft Word eben programmiert worden sind. Und dann habe ich einen unheimlich unüberschaubaren Migrationsprozess, weil ich irgendwie plötzlich so eine ganz neue IT einführen muss. Und das funktioniert nicht. Und parallel kann man eben das Problem haben, dass eben so eine Teilmigration, also die Plätze, es gibt vielleicht irgendwie noch Fachverfahren, die auf Microsoft Word zugreifen. Und dann sagt man, okay, man führt jetzt erstmal für die Hälfte der Verwaltung LibreOffice oder OpenOffice ein, dass die häufig wirtschaftlich nicht tragbar sind. Also weil man eben parallele Strukturen aufbauen muss, um diese Software eben zu pflegen und darüber dann eben einen erheblich höheren Aufwand hat und diese Lizenzkosten, die man dadurch einspart, auch nicht aufgewogen werden. Es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, erstmal eine Teilmigration als Schritt hin zu einer kompletten Migration in Erwägung zu ziehen. Aber dieses langfristige Denken ist teilweise auch sehr schwer zu vermitteln. Ja, also was kann man dagegen tun? Man kann sich erstmal versuchen, Nebenschauplätze zu besetzen und da eben freie Softwareprojekte zu etablieren, die relativ unabhängig von der restlichen Infrastruktur sind oder von vor allem unabhängig von einer Infrastruktur sind, die eben nicht über offene Schnittstellen kommuniziert und damit auch so ein positives Image aufbauen und auch das Know-how schon mal in der Verwaltung aufbauen, dass eben die Administratoren sich schon mal mit dieser neuen, mit freier Software auseinandersetzen, vielleicht mit einem anderen Betriebssystem irgendwie warm werden
und das Ganze irgendwie positiv bewertet wird, bevor man dann an die Projekte drangeht, die eben besonders kritisch sind. Und klar, Office ist da immer so ein Kernbestandteil, der sicherlich auch sehr, sehr wichtig ist, weil er eben diese zentrale Rolle hat. Alle möglichen Programme brauchen immer wieder irgendwelche Formulare, die man ausfüllt. Das wird dann immer in Office gemacht oder häufig in Office gemacht. Aber es ist halt auch das problembehaftete Feld so. Genau. Dann fehlendes Know-how ist natürlich zum einen dadurch auch bedingt, dass die IT aktuell, ja, ich sag mal, auf 120% ihrer Kapazität schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger läuft. Also war wahrscheinlich nie so richtig anders. Und von daher man das Gefühl hat, also die Dosis ist das Dortmunder Systemhaus bei uns, die IT pflegen, dass die eher darum kämpfen, die IT überhaupt aufrecht zu erhalten. Und also XP-Migration zum Beispiel ist jetzt eher so mittendrin, als gerade irgendwie schon nahe des Abschlusses, als ein Beispiel. Und damit natürlich dann auch so die Migration zu Windows 7, das muss dann halt durchgehen, damit man überhaupt irgendwie weitermachen kann. Das heißt, dieser vorausplanende Aspekt ist einfach nicht mehr da. Da sind einfach nicht die Kapazitäten da, das zu planen. Und natürlich hat man dann auch das, was wir gerade schon angesprochen haben, Leute, die sich natürlich lange Zeit in einem anderen Arbeitsumfeld bewegt haben und da auch wieder geschult werden müssen, nicht jetzt aus der Mitarbeitersicht, sondern aus der administrativen Sicht. Also Administratoren und auch Mitarbeiter, aber ich trenne das jetzt mal hier so auf. Ja, und darüber natürlich auch über diese fehlende Erfahrung überhaupt keine Integration in eine gewisse Community hat, die eben sich mit diesen Projekten beschäftigt. Und vielleicht auch keine vernünftige Einschätzung von den Administratoren da gegeben werden kann, welche Produkte jetzt zukunftssicher sind oder ähnliches. Und klar, dazu haben wir auch, versuchen wir halt zunehmend in die Vernetzung einfach zu gehen, wobei wir im Moment nicht so den Zugang zum Dosis haben. Also wir haben mit den Leuten schon häufiger kommuniziert, aber es ist halt, was wir auch gemerkt haben, es ist halt nicht so einfach für eine hierarchisch organisierte Struktur irgendwie quer mit so einer Bürgergruppierung zu sprechen und darüber auch Dinge anzunehmen. Deswegen ist das hier ja mit Vorsicht zu genießen. Also wir können natürlich versuchen, Leute heranzuschaffen und das wollen wir auch, aber das muss natürlich auch von diesen Prozessen irgendwie aufgegriffen werden können. Und die entsprechenden Ressourcen müssen eben auch politisch bereitgestellt werden. Also selbst wenn da engagierte Mitarbeiter sind, wenn ich mich erstmal nochmal stark damit auseinandersetzen muss, wie ich überhaupt eine Ausschreibung zum Beispiel so gestalten kann, dass ich irgendwie freie Software beschaffe, dann fällt das natürlich irgendwo in meinen privaten Zusatzaufwand, den ich auf der Arbeit leiste. Und wenn ich schon an so einer Auslastungsgrenze irgendwie bin, ja, da mache ich halt mit dem weiter, was gerade jetzt im Moment am schnellsten auch funktioniert. Ja, damit würde ich jetzt den Vortrag auch erstmal so beenden. Wir hätten noch ein paar Einstiegsfragen für ein weiteres Open Office, was wir heute hier halten könnten, vorbereitet. Wir können aber auch, das sind also nur Stichpunkte als Anreize. Falls aber noch weitere Fragen irgendwie zu dem bestehenden Vortrag bestehen, dann können wir die natürlich auch erstmal so besprechen. Ich bedanke mich erstmal für das Zuhören und auch für das Fragenstellen. Ich habe zwei Fragen. Ja. Ich habe jetzt verstanden, ihr habt seit 5 Jahren jetzt da dieses Strategie, IT-Konzept so für OSS eben? Oder ist das nur ein Teil davon? Das IT-Konzept selber ist bisher noch nicht auf die Open-Source-Strategie oder die freie Software-Strategie ausgelegt, sondern dass es überhaupt ein Konzept gibt? Es gibt inzwischen ein Konzept bei uns, ja. Es ist inzwischen so, dass halt irgendwann der Ruf danach laut wurde, dass man doch irgendwie auch eine Ausrichtung der IT, eine strategische Ausrichtung der IT irgendwie bräuchte.
Und dementsprechend wurden halt Mitarbeiter abgestellt, die dann mal eher exemplarisch halt einfach aufgezählt haben, was man so im Moment macht. Und da steht also so ein bisschen die größeren, ja, ich sag mal, Bestandteile der IT stehen da drin. Und das muss halt immer wieder auch neu bestätigt werden durch den Rat. Und darüber wollten wir uns jetzt mit unserer freien Software-Strategie da einklinken, sage ich mal, weil man da halt sehr... Hat sich ein IT-Konzept geschrieben, was aber im Wesentlichen eine Bestandsaufnahme ist. Also ne, das ist jetzt das IT-Konzept, was da ist und ausläuft. Okay, damit haben sich meine Fragen jetzt erledigt. Neue, dass man jetzt ins Neue da das Gruppen mehr reinkriegt. Okay. Habt ihr mal eruiert, was in der Stadt Dortmund schon an freier Software eingesetzt wird? Müsste ein IT-Konzept stehen. Ich stelle mir vor, es gibt ja viele Leute, die sagen, freie Software kenne ich nicht, ja? Aber ich könnte mir vorstellen, die Stadt Dortmund, die Webseite wird über einen Apache ausgeliefert, die wird über ein Typo 3 oder ein anderes freies Content-Management befüllt. Im Prinzip läuft da schon irgendwo freie Software. Mag ja auch dann Mitarbeiter geben, die zum Beispiel nicht den Internet Explorer nehmen, sondern lieber einen freien Browser. Es wird also manchmal ja schon freie Software eingesetzt, ohne dass die Leute wissen, dass sie überhaupt freie Software einsetzen. Genau, also es ist auch öffentlich nachzulesen in dem IT-Konzept. Server zum Beispiel gibt es auf Linux-Basis, aber es ist nicht... Oder Moodle, die Lernplattform Moodle wird zum Beispiel auch eingesetzt. Da wird auch sehr offen von geschrieben, dass es ja Open Source ist und deshalb auch integriert werden kann. Aber es wird keine relevante Unterscheidung getroffen zwischen den Modellen, die man einsetzen kann, also zwischen proprietär und frei. Und es gibt keinen Vergleich, es gibt mehr die Überlegung, was brauchen wir und das haben wir jetzt zufällig irgendwo herbekommen und das nehmen wir. Also es gibt keine übergeordnete Überlegung dazu. Aber ja, auch die Stadt Dortmund, wie ja, die wahrscheinlich meisten IT-Bereiche, sind ohne freie Software gar nicht funktionsfähig oder dass mal über freie Software in den proprietären Bereich hineingearbeitet wurde. Ja, dass man den Leuten mal klar macht, ihr setzt es ja schon längst ein. Das ist nicht eine komische Idee von uns, sondern ihr setzt es tatsächlich schon ein und zwar eben wegen der Vorteile, die es bietet. Ja, das ist also klar, das ist auf jeden Fall. Ihr hattet gerade gesagt, halt eben zur Verwaltung, natürlich ist Open Source, ein Textverarbeitungsprogramm natürlich so das Programm Nummer 1. Was ist denn so ein, ich nenne das mal Brückenkopf-Anwendung, die man dann halt mal der Verwaltung vorschlagen kann, ohne dass die, sag ich mal, viel Migrationsaufwand treiben müsste? Also, gibt es da so ein klassisches Beispiel? Browser. Also wir haben, es ist jetzt eine Überlegung in die Richtung, wie können wir eine konkrete Strategie fahren. Da gibt es verschiedene Überlegungen, also zum Beispiel, dass man den Browser austauscht, statt Internet Explorer anfängt, Firefox zu benutzen. Es gibt auch die Überlegung, dass man sagt, okay, wir fangen an, freie Software in den Bereichen einzusetzen, wo es kein bestehendes Programm verdrängt. Also wenn sich die Stadt Dortmund jetzt zum Beispiel dazu entschließen würde, einen offenen Haushalt zu machen, dann könnten wir dieses direkt mit freier Software realisieren, damit da nicht so eine Konkurrenz entsteht, damit da nicht Wissen ja auch von Mitarbeitern verdrängt wird, weil wir auch entdeckt haben, wo man Probleme lösen möchte, geht es auch häufig um Arbeitsplätze. Und das ist schon eine starke Beharrungskraft an der Stelle. Und natürlich möchten wir da auch keinen, also es richtet sich ja nicht gegen die Mitarbeiter, aber da entsteht schon ein Spannungsfeld an der Stelle. Und da könnte man mal überlegen, auch wie man da herangeht an der Stelle. Das ist ein Beispiel, was ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Stadt Treuchtlingen hat so einen offenen Haushalt irgendwie mal auch angeboten und diese Software verteilt die auch ohne Probleme weiter. Also die sind da sehr offen, wenn man die anschreibt, bekommt man die auch sehr schnell gestellt, diese Software. Ja, es ist relativ einfach, wenn du sagst, eine Software, mit der Software arbeitet ein Mitarbeiter 11% effizienter, heißt von 10 wird einer rausgeschmissen. Habe ich gesehen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Ich denke, kann ich für uns beide sagen, offenen Haushalt,
dass es sowas gibt, finden wir positiv. Aber wir haben auch gesehen, dass wir jetzt nicht die Initiative sein können, die sich für alles einsetzt, das irgendwie offen ist, sozusagen. Weil es da dann schnell eine thematische Vermischung gibt und auch so die Konsensfähigkeit vielleicht schnell wegbricht. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt in unserer Initiative sehr straight auf die IT-Architektur. Und das, was dann auf dieser Architektur laufen soll, sehen wir in einer separaten Debatte, die wir auch an anderer Stelle gerne führen und unterstützen. Aber eben für uns ist erstmal der Fokus, weil das Thema an sich ja schon so komplex ist, zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Architektur an. Architektur, also die Software, die wir einsetzen, grundsätzlich, also freie Software. Wir reden von freier Software, zum Beispiel in Abgrenzung dann zu Open Data. Es kommt ja beides so aus einer, könnte man ja sagen, thematischen Familie. Ja, hat beides was mit Bereitstellung von Informationen zu tun, offener Zugang dazu. Aber wir sehen das an der Stelle dann auch nochmal in der Diskussion getrennt. Ich hatte eben gedacht, als Aufsatz eben die freien Formate zu nehmen, also jetzt ODT und sowas. Und dann ist man ja auf dem geraden Weg eben dann auch eben offene Software dann nehmen zu, fast schon zu müssen, also wobei Microsoft ja inzwischen ja auch ODT unterstützt. Ich denke, die Formate sind insbesondere ein wichtiger Punkt, weil damit kann man diese, ich sag mal, diese Verklumpung von bestehender Software, die eben voneinander abhängig ist, eben auch aufbrechen. Das heißt, diesen ersten Schritt über die Formate zu gehen und zu sagen, wir wollen jetzt wirklich die Schnittstellen und die Formate offen haben, ist sicherlich ein Schritt, mit dem man sich im späteren Prozess es leichter macht, einzelne Prozesse wieder auszutauschen und damit dann eben auch. Genauso wie das Thema dann Bürgerbeteiligung, dass man das jemandem, Dokument jemandem geben kann, wenn er ein geschlossenes Format nicht hat, nicht lesen kann, ist das blöd. Also zu den offenen Formaten, das ist nicht nur wegen Schnittstellen und sowas interessant, sondern zum Beispiel ja auch zur Archivierung, weil das ja ein öffentlicher Bereich, öffentliche Körperschaft ja auch Dokumentation und Archivierungspflichten hat. Und bei diesen geschlossenen Formaten muss man dann ja immer die Software mit archivieren und damit die dann auch noch läuft, quasi die ganzen Rechner und Kisten auch noch mit in den Keller stellen. Und wenn man halt die offenen Formate nimmt, kann man sich eben mehr darauf beschränken, die eigentlichen Daten zu sichern. Man muss nicht noch die ganzen Geräte eben auch noch im Keller stellen, ins Archiv. Das zum einen, zum anderen, Tröchtling, die haben nicht nur zum offenen Haushalt Software gemacht, sondern auch andere feine Lösungen, die sie auch bereitgestellt haben. Und ich habe nur in der Vorankündigung gesehen, dass der Heinz angefragt wurde aus Tröchtling, aber den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, also ist er wohl nicht da. Schade, schade, schade. Der hätte viele schöne Sachen davon erzählen können. Ich kenne da ein bisschen was von. Würde ich dann erzählen, aber das wäre dann nochmal was anderes. Und das mal so als Anmerkung noch, dann habe ich noch eine Frage. Ihr habt jetzt so einiges erzählt. Mir ist das jetzt noch ein bisschen gerade über die Dauer der Zeit etwas verschwommen. Wie lange gibt es euch jetzt als Bürgerinitiative? Und was ist denn jetzt so, also schlagwortmäßig Stand heute, der konkrete Sachstand? Habe ich gehört, ihr habt mit verschiedenen Protagonisten und Bereichen da geredet und was wäre jetzt der nächste Schritt oder auf an welcher Stelle in dieser ganzen, in diesem Prozedere seht ihr euch? Also ich sag mal, die ersten Ideen des Ganzen sind so in den letzten 5 Jahren entstanden, würde ich sagen, ungefähr, ja. Als Bürgerinitiative oder als Initiative richtig aktiv geworden sind wir dann seit 1,5 Jahren so ungefähr. Also die Bürgerinitiative, also die Anerkennung als Bürgerinitiative von der Stadt war ungefähr vor 1 Jahr. Und also da sind wir so von dem, wo wir herkommen, sage ich mal. Wir sind, also wo wir uns im Moment sehen, ja, wir haben stark in diese Vernetzung im Moment investiert, um eben einfach das Thema zu streuen. Wir haben über
diverse kleinere Aktionen auch schon irgendwie versucht, dieses Thema immer wieder, wie über zum Beispiel diese Ratsanfragen, auch in der Verwaltung aufzuwärmen. Wir stehen im Moment an dem Punkt, dass wir zum einen natürlich jetzt, ich sag mal, uns von dem Verdi und so weiter stark eingebettet sehen und jetzt in die politischen Parteien rein müssen, um eben politische Entscheidungen auch fällen zu müssen. Weil ohne politischen Entscheidungen wird das nichts werden. Also das, was wir als bisher als Feedback bekommen haben in einem direkten Dialog, ist halt, ich sag mal, von Nein ist überhaupt nicht möglich, inzwischen zu, ja, wenn es politische Entscheidungen gibt, dann würde sich die IT auch durchaus da bewegen. Hat sich das bisher geändert, aber wir müssen jetzt halt tatsächlich Mehrheiten irgendwie mobilisieren können. Und um halt erstmal überhaupt einen verwaltungsinternen Prozess zur Evaluation dieser Probleme zu etablieren. Das heißt, wir sind auch relativ weit natürlich am Anfang, aber ja, genau. Was ist jetzt so der Zeithorizont für euch, wo ihr seht, so bis zum nächsten IT-Konzept 2016? Ist das wohl, was ich hier sehe? 2016 bedeutet natürlich, irgendwann im Herbst muss das dem Rat vorliegen, wobei... Herbst diesen Jahres. Herbst diesen Jahres, genau. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen langen Vorlauf jetzt, um dann noch was zu reißen. Wobei wir ein bisschen damit auch noch spekulieren, dass es durchaus noch 2-3 Monate auch später werden kann. Ich würde sagen, eure Liquidation wegen Zielerreichung dauert noch ein bisschen. Also ich verstehe das eher so, dass das Konzept aber eher von der Stadt vorgelegt werden sollte, nicht von euch, oder? Genau, so also es wird normalerweise ausgearbeitet in dem Fachbereich. Das heißt, hier im Dosis wird dann dem Rat vorgelegt und also der Rat muss dann halt das entweder absegnen oder eben auch noch eigene Vorgaben dazu machen. Und wir sehen uns natürlich, ich meine, wir sind inzwischen 6 Mitglieder, wir haben angefangen mit 2 Leuten, uns beiden, sind natürlich nicht in der Lage, tatsächlich in den Einzelheiten die komplette IT der Stadt Dortmund irgendwie genauer zu analysieren. Deswegen können wir nur auf den Effekt setzen, dass es einen gewissen Eigendynamik dieser Prozess sich entwickelt und eben auch irgendwelche Gelder von der Stadt bereitgestellt werden, sich diesem Problem tatsächlich anzunehmen. Okay. Ja, seid ihr erschöpft beantwortet. Dann vielen Dank. Wir haben hier vorne noch Informationsmaterial mitgebracht für euch, Flyer von uns, von Dofos zur kurzen Vorstellung, aber auch das Berliner Manifest Öffentliche Dienste 2.0 von Verdi, die eben nicht nur auf die Softwarearchitektur, nicht nur auf die IT gucken, sondern eben auch sich fragen, wie gestaltet sich eine Daseinsvorsorge in der digitalen Zeit, wo wir dann ja auch schwer mit verbunden sind, um das auch dann später mitarbeitergerecht auszubauen. Wenn euch das interessiert, nehmt das gerne mit. Ansonsten nochmal vielen Dank. In einer Viertelstunde, soweit ich weiß, ist das Abschlussplenum auch hier im Raum. Können wir nochmal ein bisschen Pause machen, uns dafür erholen. Und dann nehmen wir auch gut was mit, denke ich. Ja, vielen Dank.